So, weiter geht's. Ich muss sagen, ich habe das Spiel jetzt längere Zeit nicht mehr gespielt. Daher bin ich gerade nicht mehr so drin. Aber... wir haben hier ja ein paar... Erinnerungen gefunden, die Notenblätter abgegeben, schöne Musikstücke gehört. Und ich glaube, wir müssen ja mal noch zu Momo gehen. Allerdings, wo sich die jetzt befindet, gerade keine Ahnung. Elektroprogrammierung, Tauschhändler, Super Spirit, Forscherei. Ich gehe mal auf die Häuserdächer. Oder auch nicht. Kommen. Hier geht es doch bestimmt hoch. Mal schauen. Viel weiß ich noch. Dass Momo beim roten Licht ist. Nee, nicht runter. Eher rüberspringen. Dann mal schauen, was er so zu erzählen hat. Es soll ja offensichtlich ein Mensch sein. Sieht jetzt auf den ersten Augenblick nicht aus wie ein Mensch. Momo, das wird niemals funktionieren. Warum habe ich sie gehen lassen? Jetzt mich ganz allein. Hey du, was willst du? Postkarte zeigen? Ist das ein Bild von der Außenwelt? Willst du dorthin gehen? Mach die nicht hin. Es ist Zeitverschwendung. Es wird dir nur Einsamkeit und Verzweiflung bringen. Meine Freunde hatten diesen Traum auch, aber jetzt sind sie weg und ich bin ganz allein. Ach, der Arme. Ich weiß nicht, wo sie gelandet sind. Ich habe versucht, sie zu kontaktieren, aber diese scheiß Sam-Dämpfing funktioniert nicht. Meine Freunde und ich haben zu unseren Recherchen über die Außenwelt Notizen gemacht. Hier nimm meine und wenn du wirklich nach der... hier nimm meine, wenn du wirklich nach da draußen willst. Notizbuch von Momo. Neuer Gegenstand, Erinnerung. Du bist auf dich allein gestellt. Ich bin fertig mit der Außenwelt. Viel Glück. Momo scheint sehr traurig zu sein. Er vermisst seine Freunde. Lass mich einen Blick ins Notizbuch werfen, das er uns gegeben hat. Das Manifest der Außenwäldler. Wir müssen um jeden Preis die Außenwelt erreichen. Wir müssen unsere Brüder und Schwestern schützen. Wir müssen uns von den Zorgs fernhalten. Er ist unterschrieben mit Clementine, Balthasar, Doc und Momo. Es sieht so aus, als ob Momos Name später hinzugefügt wurde. Wir sollten ihm die anderen Notizbücher zeigen, die wir gefunden haben.
Ja, ich möchte ihm sowieso eigentlich alles zeigen. Hey, kleine Katze, suchst du immer noch nach diesen nutzlosen Notizbüchern? Das ist doch das Notizbuch von Spaltasar, oder? Meistens habe ich nie ganz verstanden, wovon er sprach, aber er war sehr weise. Clementine? Oh, du hast die Notiz von Clementine gefunden. Sie war wirklich mutig, weißt du? Die furchtloseste Person, die ich je getroffen habe. Warte, du hast tatsächlich alle Notizbücher meiner Freunde gefunden? Oh, was ist das für eine Notiz? Das Sinnempfinden kann repariert werden? Das ist ja unglaublich. Das bedeutet, dass wir auch außerhalb des Slums kommunizieren können sollten. Clementine, Spartasar, Doc, es tut mir leid, dass ich an unserer Sache gezweifelt habe. Ich verspreche euch, ich werde einen Weg finden, an die Oberfläche zu kommen. Danke, vielleicht finden wir für dich einen Weg nach oben. Jetzt lass uns diesen Schrotthaufen von einem Sinnempfänger reparieren. Et voilà, es funktioniert. Komm mit mir. Ja, nee, aber ich wollte dir doch noch alles zeigen. Hä, wie ist das unschön? Warum möchte ich mir noch die Wohnung hier anschauen? Bitte. Die Erde ist der dritte Planet von der Sonne und hinsichtlich Masse und Durchmesser der fünftgrößte im Sonnensystem. Bis heute ist sie das einzige Himmelsobjekt, das bekanntlich Leben beherbergt. Laut radiometrischer Datierung ist die Erde 4,54 Milliarden Jahre alt. Sie hat einen einzigen natürlichen Satelliten, den Mond, der kurz danach entstanden ist. Oh no. Die Gravitationsentwicklung mit dem Mond erzeugt die Die Gravitationswechselwirkung mit dem Mond erzeugt die Gezeiten, stabilisiert die Drehachsen der Erde und verringert allmählich ihre Drehgeschwindigkeit. What? Ich habe nichts verstanden. Aber egal. Pluimetallic. Oh ja. Ich habe bestimmt ein paar Dinge übersehen, wo ich meine Krallen schärfen konnte. Aber gut. Was ist das? Die Stadt hat eine zylindrische Form mit einem Durchmesser von etwa 450 Metern. Es gibt eine Ebene über der unsrigen. Die Stadt scheint eine Kuppel zu haben. Wenn ich meinen Büchern glaube, liegt dahinter ein großer blauer Himmel verborgen. Was? Wie sind die in der Kuppel? Verstehe ich das richtig? Außenwettler. Ja, eine Kugel. Und Bücherstapel zum kaputt machen. Und ein Teppich. Ich mache einfach alles kaputt. Interessant. Oh, hier kann ich auch noch. So, ich
da rein. Ich gehe mal kurz hier rein. Notenblatt. Das letzte Notenblatt. Wir müssen auf jeden Fall nochmal zum Musiker später. Also gut, lass uns den Sinnempfang ganz oben auf das große Gebäude stellen. Foto. Back home to. Oh, wieder zu Hause 2? Ich erinnere mich an dieses Videospiel. Es wurde kurz nach meiner Erschaffung herausgebracht, glaube ich. Ich kann mich kaum noch daran erinnern. Der Wissenschaftler und ich haben viel Zeit damit verbracht, es zu spielen. Es hat Spaß gemacht, es fehlt. Warum kann ich mich nicht an seinen Namen erinnern? Okay, gut. Das heißt wenigstens, dass wir auch Erinnerungen finden können, die dort in der Liste später sind. Ich wollte mal kurz noch diese Kuh hier erwähnen. Wieso? Oh Mann, wie so eine Kuh. Und diese Lampe hier sieht auch ziemlich nice aus mit diesen Pylonen. Finde ich irgendwie geil. Waraken Season 1 Problem. Ich glaube, hier haben wir dann vorerst alles gewonnen. Da oben, siehst du das Gebäude hoch über den anderen? Ja, sehe ich. Wenn du den Sendempfang ganz oben auf dem Turm installierst, sollten wir mit der ganzen Stadt kommunizieren können. Meine Freunde könnten noch da draußen sein. Wenn es ein Fluchtweg gibt, werden sie davon wissen. Sendempfänge. Du bist der Einzige, der klein und schnell genug ist, um dann zurückzukommen. Wir brauchen dich, kleiner Außenwäldler. Bring uns in den Himmel. Klar, mache ich doch gerne. Nachdem wir mit ihm noch ein bisschen gequatscht haben. Kann ich nicht noch? Ich wollte ihm eigentlich noch alle anderen, Gegenstände zeigen und Erinnerungen, die wir hier haben. Aber gut. Geht dann wohl leider vorerst nicht. Hey, einfach wieder die Tür schließen. Ey, das Fenster. Gibt's noch hier irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Whee!